Thank you very much, Prime Minister. Herzlichen Dank, Herr Premierminister Sunak, lieber Rishi, Präsidenten, Premierminister, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Was für eine inspirierende Rede. So eine inspirierende Rede, die außerdem für Hoffnung sorgt. Entgegen der Tatsache, dass wir jeden Tag Zerstörung durch Russland in der Ukraine sehen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer widersetzen sich diesen schrecklichen Geschehnissen aus dem Himmel, vom Boden aus. Sie sehen, wie ihre Städte im Wasser untergehen. Es werden Raketen abgeschossen auf unschuldige Individuen. Ein Mann, der eine brutale Idee hat, möchte ein ganzes Land zerstören. Andererseits sehen wir auch etwas anderes. Das habe ich selbst gesehen, als ich vor etwa einem Monat im Land war, in der Ukraine. Ich habe ein Land gesehen, das alles Mögliche tut, um aus dieser Zerstörung wieder aufzustehen. Jeden Tag zeigen uns Ukrainerinnen und Ukrainer, wofür sie kämpfen und wofür sie auch mit ihrem Leben bezahlen. Sie sind auf dem Schlachtfeld präsent. Sie sind auf der Straße, auch in den Klassenzimmern. Sie kämpfen für ihre Zukunft, für eine Ukraine ohne die Invasoren aus Russland. Eine Ukraine, die über ihr eigenes Schicksal entscheidet, über eine wiederaufgebaute Ukraine mit neuer Energie. In knapp über einem Jahr hat die Ukraine tausende Kilometer Straße wiederaufgebaut, auch viele Brücken wiederhergestellt. Und das, während sie um ihr Überleben kämpfen. Aber die Ukraine baut nicht nur auf, was es einmal gab. Sie zeigen uns außerdem, wie sie ihr Land neu aufbauen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer denken über ihr Land neu nach, trotz des Leidens. Ich möchte über die Schule Nummer 17 sprechen. Sie wurde zerstört, die Wände wurden zerstört, die Fenster hatten Löcher, es gab keine Heizung mehr. Und als die Schüler zurück zur Schule kamen, saßen sie in einer unvorstellbaren Kälte, bis eine lokale NGO eine kreative Idee hatte. Sie haben Solarpanels auf die Dächer montiert und somit etwas bewegt. So wird saubere Energie genutzt, um das tägliche Leben zu verbessern. Das ist nur eines vieler Beispiele, an dem sichtbar wird, wie die Ukraine sich nicht nur neu aufbaut, sondern sich in einem anderen Licht sieht. Die Ukraine hat uns überrascht mit ihrem Mut. Sie haben uns außerdem inspiriert mit ihren neuen Ideen. Und sie haben uns gezeigt, wie sie handeln, um ihren Traum zu verfolgen. Der Traum eines grüneren, sauberen, moderneren Landes der Ukraine. Denn das wird das sein, was von diesem schrecklichen Krieg langfristig bleiben wird. Und unsere Verantwortung ist es, dies zu ermöglichen. Und zu unterstützen, denn Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen nicht nur für ihre Souveränität, für ihre Freiheit. Sie setzen sich auch für uns ein, für unsere Werte, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie. Wir können selbstverständlich nicht so viel tun wie die Ukraine selbst, aber wir sind geeint, wir stimmen uns ab und sind entschlossen. Wir wissen, dass die Ukraine gewinnen wird und muss und dass sie hierbei unsere Unterstützung hat. Nicht nur, um den Frieden weltweit zu sichern, sondern um dieses Land zu ermöglichen, dass sie sich an das sie gedacht haben. Ein Land, das selbst über die Zukunft bestimmt, über die eigene Zukunft. Ein Land, das EU-Mitglied wird.
Gemeinsam werden wir die Ukraine nicht als einzelne Staaten unterstützen, sondern als eine Gemeinschaft organisiert mit einer Plattform. Eine Plattform, die die Reformen und Prioritäten festlegen wird, die diese Vorstellungskraft zur Realität macht. Gemeinsam sind wir hier versammelt, um den Ukrainern zu sagen, dass der Traum der Ukraine auch unser Traum ist. Im Januar haben wir eine Geberplattform organisiert, die erste dieser Art der internationalen Hilfe. Hier werden die G7, die Ukraine, die EU, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau, die IWF und die Weltbank sind hier zusammen. Es ist also ein gesammelter Punkt, an dem sichergestellt wird, dass das Geld dort ankommt, wo die Ukraine dies am meisten braucht. Die Europäische Kommission liefert 18 Milliarden Euro dieses Jahr und gemeinsam mit anderen Geldgebern haben wir somit die Finanzierungslücken für 2023 geschlossen, dass die Ukraine weiterhin Renten, Löhne bezahlen kann und auch die Gesundheitsversorgung sicherstellen kann. Das ist also der Sofortbedarf der Ukraine. Sprechen wir jedoch auch über die Zukunft. Die Ukraine hat eine besondere Verantwortung aus einem Grund. Wir haben dies auch vom Präsidenten selbst gehört. Die Ukrainer sagen uns, wenn sie an ihre Zukunft denken, dann sehen sie, dass die europäische Flagge in den Städten weht. Und ich habe keinen Zweifel, dass die Ukraine der EU angehören wird. Heute möchte ich deshalb zwei neue Schritte ankündigen. Erstens geht es um die Reformen in der Ukraine und den Weg zur EU-Mitgliedschaft. Trotz des Krieges hat die Ukraine die Reformagenda vorangebracht mit beeindruckender Geschwindigkeit und Entschlossenheit. Wir möchten, dass dieses Engagement auch belohnt wird. Deshalb gibt es heute neue Informationen zu den Fortschritten, zu den Reformen, zum Kampf gegen Korruption, zum Schutz von Journalisten und der Pressefreiheit. Mit diesen Reformen schickt die Ukraine eine mächtige Botschaft auch an die privaten Investoren. Somit gibt es Transparenz, Gerechtigkeit und die funktionierenden Institutionen, die nötig sind in der Ukraine. Dies ist wichtig, denn wir brauchen den privaten Sektor. Denn Sie aus dem Privatsektor haben unglaublich viel Expertise und diese wird der Ukraine helfen, ihre Träume zur Realität werden zu lassen. Sie sind heute auf dieser Konferenz und wir brauchen Sie und wir wissen, dass wir uns auch auf Sie verlassen können. Somit komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir möchten, dass diese Reformen der Ukraine unterstützt werden mit Geldern aus der EU. Jeden Schritt, den die Ukraine auf uns zugeht, soll auch dafür sorgen, dass wir auf die Ukraine zugehen. Gestern schlug die Kommission vor, eine neue Fazilität für die Ukraine einzurichten. Und dies innerhalb des Haushalts der EU. Hier soll sichergestellt werden, dass es bis 2027 kontinuierlich Unterstützung gibt. Es gibt geht hier um drei Bereiche. Einerseits geht es um Zuschüsse, dann um Kredite und letzten Endes auch um die Umleitung der einbehaltenen Aktiva aus Russland. Denn der Aggressor muss hier zur Rechenschaft gezogen werden. Now, what are the estimated needs? Wovon gehen wir aus? Wie viel Geld wird gebraucht?
Bis 2027 besteht ein Finanzloch von 60 Milliarden Euro. Dazu kommt der Wiederaufbau. Das sind 50 Milliarden Euro. Insgesamt sind wir also bei 110 Milliarden Euro bis 2027. Dieses Geld ist noch nicht sichergestellt. Gestern schlug ich deshalb den EU-Staaten vor, 45% dessen aufzufüllen. Das sind 50 Milliarden Euro für die Ukraine. Wir arbeiten mit der Ukraine zusammen, um einen Plan auszuarbeiten. Und wir haben bereits Punkte gehört vom Präsidenten. Weitere Details werden heute angekündigt für Investitionen und Reformen. Dies wird ein Referenzpunkt sein für Investitionen, auch aus dem privaten Sektor. Sie brauchen Transparenz und Klarheit. So können wir uns abstimmen und den größtmöglichen Effekt erzielen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass wir die Ukraine unterstützen, solange dies nötig sein wird. Ladies and gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Putin hat den Frieden in Europa mit Füßen getreten am 24. Februar 2022. Aber er hat auch die Ukraine dazu gebracht, Wege, Schritte zu gehen zu seinem Traum, zu dem Traum der Ukraine. Und jetzt geht es darum, Opfer zu erbringen und zu handeln. Wir möchten dafür sorgen, dass dieser Traum umgesetzt wird. Mit jedem einzelnen Haus, das aufgebaut wird, mit jeder Schule. Wir möchten die Ukraine langfristig unterstützen. Slava Ukraine!